Herzlich willkommen auf Multilaser. Heute ein schönes Unboxing. Ja, wundert euch nicht. Chaos hier auf meinem Schreibtisch. Ich habe gerade das Carson-Video hinter mir, aber es kam jetzt gerade was per Post und ich möchte hier nicht aufräumen, weil hier bald weitergemacht werden soll mit dem Auto und deswegen muss ich das jetzt Unboxing jetzt so führen. Ihr habt es vielleicht schon in den Kommentaren gelesen, Osmo Action Cam. Ja, ich habe mir die Osmo gekauft. Dazu habe ich mir auch, deswegen muss ich das heute drehen, auch noch Scheiben geholt, Protected Scheiben. Ja, gekauft habe ich das Ganze für 225 Euro. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe ja hier meine Hero 4 und die kommt aber langsam in die Jahre. Und da hatte ich ja jetzt die Tage oder die Monate immer mal wieder so ein paar China-Action-Cams getestet, um zu gucken, ob da irgendwie irgendeine hier rankommt. Aber leider nein. Und ich habe mich jetzt gegen GoPro entschieden, wobei ich mit GoPro immer sehr zufrieden war. Und dachte mir, bevor ich mir jetzt eine GoPro 8 oder 9 hole, möchte ich mir gerne die Osmo angucken, die DJI Osmo. Und die soll wirklich richtig gut sein. Auch diesen eingebauten Bildstabilisator und. Und wir haben hier auch 4K mit 60 Bildern. Wir haben HDR mit 4K. Wir können 1080p mal 8. Keine Ahnung, was das heißen soll, muss ich mal gucken. Dual Screen haben wir, das finde ich auch geil. Das hat ja nur die neue Hero 9 aktuell. Dann ist die Kamera ohne Gehäuse 11 Meter wasserdicht, finde ich auch mega geil. Und dieses Rocksteady, das ist dieser Bildstabilisator, der hier drin ist. Ja, und das ist das, was ihr kriegt für 225 Euro. Und ja, ich habe das Ganze mal aufgemacht, dann ist hier noch so ein Kunststoff, der auf die Linse drückt. Finde ich echt interessant, die Verpackung, dass die Action Cam hier, also das ist was Hochwertiges. Ne? Hier brauchen wir nicht von China-Kram reden und das finde ich mega gut. Da haben wir noch heimlich ein Silikatkissen versteckt, der die Feuchtigkeit rauszieht. Ja, dann haben wir hier unten noch so ein paar Registrierungsnummern. Die zeige ich euch natürlich nicht. Und das kam, ja, habe ich natürlich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Hier ist nichts gesponsert oder sonstiges. Ja, hier haben wir die Osmo. Hier sind noch Schutzfolien drauf. Die lasse ich auch drauf, weil ich hier die H9-Scheiben, ja, hier haben wir Protected H9-Scheiben drinne. Erzähle ich auch gleich noch was zu. Da haben wir hier die Kamera und die ist einfach in so ein Skeletor-Ding drin. Ich habe mir noch die Anleitung noch nicht angeguckt, deswegen weiß ich noch nicht, wie es geht. Ah, okay. So. Und dann fühlt sich ein bisschen klapprig an, bin ich von GoPro anderes gewohnt. Ah, okay. Und dann sitzt sie da einfach nur so drin, oder wie? Ah, okay. Oh, ja. Da ist ein Loch, okay. Die Kamera fühlt sich gut an. Ich habe erst gedacht, weil die Leute immer so in den Videos, also das ist auch immer schwierig, wenn ihr euch so Videos anguckt auf YouTube, was die denn so quatschen. Das Gehäuse ist Kunststoff, aber hat so eine Struktur, so eine, ja, ich weiß nicht, so eine, seht ihr, so eine aufgeraute Struktur drauf. Und das fühlt sich nicht schlecht an. Das fühlt sich an, also wie eine hochwertige Kamera. Und das hier in der Mitte nur fühlt sich wie dieses, ja, nicht Soft Touch, weil viele sagen immer, ja, das Gummi hier ist Soft Touch, das ist hartes, raues Gummi, ja, also kein Soft Touch, sondern hartes, raues Gummi, endlich sagt es mal jemand, ja, sorry, aber das hat mir so gefehlt, weil ich konnte mir keinen Eindruck machen von der Kamera. Dann haben wir hier den Aufnahmebutton, dann haben wir hier wohl das Display, den Display-Button zum Wechseln und dann hier noch so eine QS, die kann man wohl selber belegen. Dann sehe ich hier ein Mikrofon, eine LED, hier ein Mikrofon, Löcher. Dann sehen wir hier Schlitze. Wisst ihr, wofür diese Schlitze hier vorne sind? Das hat auch noch nie jemand gesagt. Diese Schlitze hier vorne in der Kamera, das ist ein ausgeklügeltes, ja, wie soll ich sagen, wie bei einem Notebook, ganz flache Kühlkörper, die über die Platine gehen und dann, ja, geht der Kühlkörper hier zu den Schlitzen und dann kann das hier ausdunsten oder abkühlen. Wie geil ist das denn? Ne? Und somit hat diese Kamera nicht das Problem wie die GoPro, das Überhitzungsproblem, dass sich nämlich die GoPro, ich habe das öfter gehört, dass die 8er und die 9er, aber auch alle anderen GoPros, meine 4er wird auch übelst warm, dass die einfach zu heiß werden und dann irgendwann abschalten. Und die Osmo hat hier weg, also finde ich schon mal cool. So, da haben wir hier eine Kappe. Die Leute sagen, geht super schwer auf.
Okay, finde ich jetzt nicht. Geht echt smooth. Dann haben wir hier nämlich USB-C. Endlich, endlich USB-C. Ihr müsst wissen, ich habe ja noch meine alte Hero 4. Ich habe sogar noch die Kappe. Na, das müsst ihr mal reinziehen. Bei manchen Leuten fehlt die schon lange. Und da ist noch altes USB. Dieser ganz alte USB-Standard. Wir haben zwar hier auch noch Mini-HDMI. Das hat die hier leider nicht. Aber man soll mit der auch live streamen können. Schnurlos. Die SD-Karte hole ich mal aus der GoPro raus. Wobei, nee, da habe ich extra eine gekauft, eine neue. Weil wir wollen ja auch einen Test machen zwischen der Hero 4 und natürlich der neuen Dings. Auf jeden Fall USB-C endlich. Da haben wir den SD-Karten-Slot. Dann ist die ganze Klappe hier abgedichtet, dass das Ganze hier wasserdicht ist. Hier kommt wohl der Akku rein. Hier ist so eine Art Verriegelung. Und hier auch. Oh, zwei. Einmal hier und einmal hier. Okay. Doppelt verriegelt, also von der Seite und von der Seite. Interessant. Das Glas kann man angeblich abschrauben. Oh ja, geht. Und da kann man sich nämlich andere Gläser mit anderen Filtern holen und die kann man einfach raufschrauben. Finde ich auch viel geiler gemacht als bei GoPro mit diesen Aufsteckbaren nur. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der 8er war, das glaube ich nicht mehr möglich. Und bei der 9er haben sie es wieder eingeführt, dass man das Glas öffnen kann. Hier bei der Osmo ist es einfach drehen und andere Gläser drauf. Finde ich geil. So. Dann haben wir hier diesen Skeletor-Käfig. Die Knöpfe machen einen Okay-Eindruck. Ordentlich verarbeitet das Ganze. Dann haben wir hier, die Klappe ist offen. Das heißt, wir kommen da auch ran. Das würde mich mal interessieren. Ist das auch so? Wenn die jetzt hier drin ist. Oh ja. Okay. Wir kommen weiterhin daran. Das finde ich gut. Ansonsten Skeletor. Weil hier halt eben die Aufnahme ist zum Festmachen. Die Kamera selber hat leider nichts. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn hier dabei? Ein bisschen Zubehör ist auch mit dabei. Das ist aber nett. Bei dem Preis ist das aber wirklich nett. Und dann war es das. So, hier haben wir einmal eine Infocard. Okay. Hier ist wohl die App. Dann eine Anleitung in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Ist Deutsch dabei? Ja, DE ist dabei. Sehr gut. Dann wohl so eine Art Quick Guide. Ist das Japanisch, Deutsch, DJI sicher zu der Garantie? Achso, ist Garantiekarte. Ah, soll man wohl hier ausfüllen? Okay, oh, riecht. Oh, das ist ja cool. Das finde ich mega geil. Hier habt ihr so eine Art. Ja, das Bild ist ein bisschen dunkel, weil hier alles schwarz ist im Hintergrund. Ich mache euch mal manuell ein bisschen heller. Hier haben wir so eine Art Case. Und das finde ich richtig geil. Wenn ihr bei DJI einen Akku kauft, kriegt ihr hier so einen Akku in so einem Case. Und hier ist der Akku drin. Wie cool ist das? Und dann ist das nicht nur einfach ein Akku, sondern ihr könnt hier auch noch eure Micro-SD-Karte reinpacken. Wie geil ist das? Also das finde ich schon wieder mega gut. Und wenn ihr einen Ersatzakku kauft, ist der auch immer in so einem Plastik-Case. Ja, viele würden jetzt sagen Umweltverschmutzung, aber ich finde es genial. Hier haben wir die orange Dichtung am Akku. Okay, und dann haben wir hier den Akku selber mit 1300 mAh. Okay. 3,85 Volt, Max Voltage 4,4, das ist ein Lipo. Ja, ist ganz normal. So, und dann kommt der, da ist sogar eine Feder innen drin, dann kommt der wohl so rein. Und ich ziehe mal vorsichtshalber die zurück. Ah, okay, die rasten richtig ein. Die rasten richtig ein. Okay, nice. Oh, da startet sie auch gleich schon. Ja. Oh, das Touchscreen fühlt sich aber gut an. Alter, was? Wie viele Sprachen bitte? Oh, hier. Mit DJI Mimo. Ja, okay. Überspringen. Datum einstellen. Okay, von 2019. Sehr gut. Ist also schon ein neueres Modell, was ich hier in der Hand habe anscheinend. Weil sonst seht ihr das immer 2018, 19. Dann stehen hier so die. Also das Datum sagt immer an, wann das Ding aus der Fabrik kam, glaube ich. Dann haben wir den dritten, den. Wir haben heute den 29. Absolut ruckelfrei. Sehr schön. Vor der Nutzung aktivieren kann noch 4 Mal übersprungen werden.
vor der Nutzung aktivieren. Aktivierung kann was aktivieren. Hier wird der Modus gewechselt. Ah, okay. Oh, sehr schön. Ja, das gucke ich mir alles. Und wie macht man jetzt das Display vorne? Videos. Jetzt ist Display aus. Ach, das ist die Taste, um das Display einfach auszuschalten. Ach, das ist ja cool. Und die Taste. Oh, geil. Da haben wir das Bild vorne. Mega. Keine SD-Karte. Ach, guck mal, da können wir sogar hier noch auswählen, was wir darauf haben wollen. Und wenn wir den Wechselscreen machen, dann wechselt er. Cool. Richtig cool. Das heißt, wir können uns die Taste selber belegen. Geil. Und ausschalten. Ja, top. Also bis jetzt. Ich kann natürlich noch nichts sagen dazu, ne? Aber finde ich cool. Menü gefällt mir. Dann haben wir hier so zwei Füße. Einmal einen runden, einen glatten und einmal so einen leicht gebogenen. Und ich habe schon gesehen im Internet, man muss den hier so drücken. Zack, dann klickt er und dann kann man den einfach so drehen. Und dann ist das so ein Bajonettverschluss. Und nicht wie bei GoPro oder bei anderen, wo du so schieben musst. Drehst du und dann knack, dann rastet er so ein. Und beim Lockermachen drücken und drehen. Finde ich nicht schlecht. Kann man beidseitig machen. Finde ich geil. Ist mal was Neues, ehrlich. Knack. Finde ich angenehm. Okay, dann sind diese zwei Füße dabei, das Kästchen, der Käfig ist damit bei. Ja, wir wollen mal gucken, was alles so dabei ist. Und hier ist noch was mit bei, da bin ich jetzt mal gespannt. In ein kleines Tütchen ist noch, oh ja, natürlich die Schraube mit dabei. Sehr gut, fühlt sich auch sehr gut an. Macht einen guten Eindruck. Okay, Schraube ist auch dabei. Und natürlich ein USB-C-Kabel, was gleichzeitig auch das Datenkabel ist. Sehr schön. Ja, geil. Freue ich mich. Da bin ich doch ein bisschen happy. Ist, ich würde so ein bisschen mager sagen, aber wie gesagt, das ist die für 225 Euro. Man kann verschiedene Upgrades kaufen mit zwei Akkus noch und oder mit drei Akkus und so einem Griff. Und umso mehr Zubehör da kommt, umso teurer wird sie. Und die teuerste Version mit drei Akkus und allem möglichen Zubehör liegt, glaube ich, so bei 420 Euro. Und das war mir einfach zu viel. Für so ein paar Akkus nur ein Akku, ein Ersatzakku kostet 20 Euro. Und ich wollte aber, bevor ich mir jetzt irgendwie großartig Zubehör hole, mir erstmal die Kamera angucken, lohnt sich das? Und bevor ich das mache, habe ich aber das hier, das investiere ich immer, egal ob sich das lohnt oder nicht. Das habe ich auch hier bei meinem Ton zum Beispiel. Bei den Rode Ton, da ist zum Beispiel hier eine Scheibe drauf. Ich weiß nicht wieso, aber ich mache es einfach. Ich finde, das ist einfach eine gute Sache. Und hier haben wir jetzt, aha, okay. Hier haben wir Desinfektionspads, hier haben wir Kleber, um die Staubdinger wegzumachen. Und da haben wir hier jetzt, hier müssten jetzt ungefähr, ja, das ist eine Runde, 1, 2, genau. Dann das kleine Fenster, auch zweimal und zweimal das große Fenster. Jo, ist alles dabei, sind echte Gläser. Und das alles zweimal. Bei einer Actioncam kommt es ja öfter mal vor, dass da was kaputt geht. Und ja, das werde ich jetzt gleich für mich auftragen. Und ich würde sagen, vielleicht mache ich noch ein kleines Video am Ende. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wie wir die Kamera mal testen gegen die Hero 4. Und ich bin echt gespannt. Ich hoffe wirklich, dass die gut ist. Die Leute loben diese Kamera und ich bin wirklich gespannt, ob die wirklich gut ist und ob ich endlich wegkomme von GoPro und ob ich dann auch endlich wieder eine neue Kamera habe für den Kanal und damit wieder neue Qualität leisten oder euch leisten kann oder bieten kann. Da bin ich echt gespannt. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, Laser. Tschüss.